Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Heute geht es um Uhrenarmbänder der besonderen Sorte. Es ist heiß, der Planet brennt vom Himmel, auf der Haut bildet sich ein leichter Schweißfilm und das Uhrenarmband klebt an der Haut. Wo passiert das nicht? Im Schwimmbad, im Freibad, dort wo wir den kleinen Spinnschlüssel mit diesen typischen Schwimmbadbändern am Arm befestigen. Es sieht sehr billig aus, es sieht sehr typisch schwimmbadmäßig eben aus, aber diese Variante gibt es auch als Uhrenarmbänder. Die für mich besten und solidesten kommen von der Firma Eulite und die möchte ich euch im Folgenden etwas näher bringen. Die Eulite Perlonbänder gibt es in drei Qualitäten. Das Kristallband ist das einfachste, dünnste, einfach gewebt. Das Panama ist auch nur einfach gewebt, allerdings mit einem etwas dickeren Faden. Das Palma hier im Bild ist doppelt gewebt und hat die aufwendigere Schließe. Das Palma ist auch das einzige, was es als Zweiteiler gibt. Kristall und Panama gibt es nur einteilig. So, nun geht es los mit dem Überblick im Einzelnen. Die Eulite-Bänder sind nicht teuer, vielleicht kann man es hier auf der Webseite sehen. Je nach Modell bewegen sie sich im offiziellen Verkaufspreis zwischen 13,50 Euro bis hin zu 19,50 Euro. Auf eBay gibt es sie auch ein kleines bisschen günstiger sogar. Den Umschlag habe ich schon weggeschmissen. Ich habe nur die sehr aufwendige Verpackung aufgehoben. Man sieht also hier, es ist eine kleine Plastiktüte mit Zipverschluss. Viel mehr kann man für den Preis, glaube ich, auch nicht erwarten. Die Bänder sind, und das ist für mich eine kleine Überraschung gewesen, relativ steif und nicht so labbrig wie andere Perlanbänder. Es ist also wirklich Spannung drin und man kann sie auch ein kleines bisschen biegen. Sie bleiben in Form. Das habe ich so bisher nicht gesehen. Also da ist wirklich deutlich mehr Substanz dahinter als bei manch anderen Bändern. Hier handelt es sich um das Modell Palma Pacific. Das ist das Band mit dem doppelt gewebten Perlon als Zweiteiler. Ich mag das lieber, als wenn das Band unter der Uhr durchläuft. Was mir auch aufgefallen ist, dass das Band auf der Rückseite ein klein wenig mehr zu glänzen scheint als auf der Vorderseite. Die Vorderseite ist deutlich matter als noch einmal die Rückseite. Für mich sieht das ein klein wenig so aus, als wäre die Rückseite ein bisschen wärmebehandelt, sodass die Fasern ein kleines bisschen verschmolzen sind. Der große Vorteil ist, wenn man das Band dann verschließen möchte und den Dorn durchsticht, dass die Fasern sich nicht verschieben und kein hässliches großes Loch ergeben, wie das oft bei den typischen Schwimmbandbändchen ist, an die mich das Perlanband immer wieder erinnert, wobei die Qualität dieses Bandes, des Palma Pacific von Eulite, deutlich über den Schwimmbadbändern liegt. Das Schöne dabei ist, man bekommt hier für vergleichsweise wenig Geld eine Reihe schöner Bänder und kann seine Uhren im Sommer auf eine sehr angenehme Art und Weise tragen, weil die Bänder für eine gute Durchlüftung des Armes sorgen und in keinster Weise anfangen zu riechen, zu kleben oder sonst irgendwas. Für mich sind das wirklich ideale Sommerbänder. Und nun möchte ich auch meine Uhren mit den entsprechenden Bändern ausstatten. Damit ihr euch nicht langweilt, habe ich mich ein klein wenig beeilt und die Bänder so schnell gewechselt, wie ich nur konnte.
Na gut, ich bin ehrlich, in der Realität hat es tatsächlich etwas länger gedauert, aber ich wollte euch nicht so lange warten lassen und vor allen Dingen auch nicht einfach schneiden. Aber gleich bin ich fertig. So, hier sind die perfekten Sommeruhren. Die 56 IM am braunen Eulit Palma Pacific. Die 556 IB am blauen zweigeteilten Perlonband. Die 556 I mit der roten Sekunde am schwarzen zweigeteilten Perlonband. Und zuletzt die 556 Jubiläum am grauen Band. Ich finde, die Bänder machen einen wunderbaren Eindruck und lassen die Uhren zu perfekten Sommeruhren werden.